Dieses wunderschöne Bauwerk aus der Renaissance bedarf natürlich sehr viel Geduld und sehr viel Arbeit. Jeder Tag bringt neue Überraschungen. Ich bin Land- und Forstwirt und bewirtschafte mit meiner Frau und den Kindern gemeinsam das Gut Schloss Lichtengram. Wir bewirtschaften jetzt gemeinsam ein bisschen über 200 Hektar, also wir haben einen Forstbetrieb. Fischzucht steigern wir uns vermehrt hinein, weil es ein tolles Produkt ist. Wir produzieren die Regenbogenforelle, den Bachsaibling, ein bisschen Bachforelle. Wir produzieren unsere Brütlinge, Eier selber. Das ist für uns wichtig, weil wir auch wissen wollen, wo wir die Mutterfische her haben. Also das soll ein geschlossener Kreislauf sein. Meine Frau kommt ursprünglich aus der Gastronomie und das wollen wir jetzt schon einbinden mit dem Räucherfisch, ja, der wirklich ein Renner ist. Das, was wir bieten, ist alles aus der Region. Wir versuchen wirklich mit unseren Nachbarn zusammenzuarbeiten. Wir haben von Artischocken, Spargel hinauf bis zum Bergbauern alles. Ja, also wir kriegen wirklich alles da in unserer Region. Der Betrieb ist eigentlich seit 1886 im Familienbesitz. Wir haben das Schloss so weit adaptiert, dass wir ein Apartment darinnen haben und wollen diese Richtung weiter ausbauen. Wir haben wunderschöne Gärten, eine Anlage, Teichanlage und so. Also das würde ich sagen, ist das, was uns auszeichnet. Das Besondere an unserer Tätigkeit ist die gemeinsame Arbeit mit der Familie, dass wir dieses wunderschöne Anwesen gemeinsam bewirtschaften und auch anderen Personen irgendwie zugutekommen lassen können. Ja, weil für uns selber ist das ja eigentlich viel zu groß. Wir wollen es gar nicht allein genießen, wir wollen anderen Menschen das zeigen, wie schön dieser Platz ist.